Hallo YouTube, willkommen zu einem Video hier bei Gavatrons. Heute stelle ich euch die Top 10 für das Jahr 2014 für die Xbox 360 und PlayStation 3 vor. Wir fangen an mit der Xbox 360 und wie immer sind meine persönlichen Top 10. Wenn ein Call of Duty oder FIFA nicht dabei ist, bedeutet das nicht, dass ich die Spiele nicht mag, sie sind einfach nur nicht dabei. Auf Platz 10 haben wir Forza Horizon 2. Wir arbeiten uns um 10 auf 1 durch. Und das Spiel ist leider nur solide, weil Microsoft bzw. der Entwickler sich hier nicht so viel Mühe gegeben hat, muss man leider sagen. Nicht nur, dass die Welt kleiner ist, das kann man verstehen, weil die Xbox One mehr Power hat. Nein, hier gibt es aber auch weniger Autos, weniger Events und das finde ich sehr traurig, wenn man es vergleicht gegenüber Teil 1. Nichtsdestotrotz hat mir dieses Spiel Spaß gemacht und für kleines Geld, 20, 25 € kann man sich das kaufen. Ansonsten, wenn ihr eine One habt, holt euch das eher auf der One. Und wenn ihr eine Xbox 360 habt und den ersten Teil noch nicht gespielt habt, empfehle ich auch eher den ersten Teil. Macht aber trotzdem Spaß. Das Spiel hat gegen der One-Fassung nur einen kleinen Vorteil, der wohl trösten soll, aber mich nicht wirklich trösten kann. Hier gibt es diese Helikopter-Events, die sind wohl exklusiv für die Xbox 360 gewesen, die gibt es bei der One nicht. Aber das tröstet mich nicht hinweg, dass es hier einfach weniger alles gibt. Weniger Autos, weniger Welt, weniger Events. Und nur weil man ein Event mehr hat, der exklusiv für die 360, bin ich da nicht zufrieden. Ja, leider nicht so eine gute Umsetzung, aber noch solide. Und deswegen bei mir auf Platz 10. Als nächstes haben wir Yaiba Ninja Gaiden Z. Das hat ja auch nicht so gute Bewertungen bekommen von der Presse. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, na klar, es ist nicht der Knallertitel, aber er macht Spaß. Es ist ein Hack'n'Slay à la Ninja Gaiden. Man spielt hier aber nicht einen Charakter aus Ninja Gaiden, sondern einen anderen Ninja, der auf einem Rachefeldzug ist. Und was ich kritisch gesehen habe in dem Spiel, war auf jeden Fall die Kameraperspektive. Das stimmt, die ist nicht optimal gelöst worden. Und halt, dass diese Gegner oft, also gewisse Punkte Gegner kommen, die das Spiel dann in die Länge ziehen sollen, also immer wieder kommen. Das kann man als störend sehen, aber im Ganzen fand ich das Spiel doch ganz solide und hat mir Spaß gemacht. Und wenn ihr das Spiel haben wollt, das gibt es jetzt schon für 10 €. Und wenn ihr die Spezial Edition bekommt, da habt ihr einen Comic dabei, einen Soundtrack und für Dead or Alive Ultimate für die Xbox 360 und PS3 ein Jaiba-Kostüm für diese Ultimate Edition für den Charakter. Ja, müsst ihr selbst wissen, ich fand es aber solide. Macht Spaß auf jeden Fall, mehr als Forza und es macht Spaß. Dann haben wir hier Sniper Elite 3, der dritte Teil der Sniper Elite Reihe, ein Third-Person-Shooter mit einem Sniper-Soldaten. Ja. Ja, spielt alles in Afrika. Ich finde, die Grafik sieht gegenüber Teil 2 noch mal schöner aus auf der Last Gen, auf den Next Gen Konsolen sowieso ein bisschen schöner. Und ja, ist verbessert worden in jedem Bereich, kann ich sagen. Hab's noch nicht durch. Würde es mal gerne zu zweit online spielen. Ich wollte es mal mit jemandem online spielen, aber ich habe es wieder nicht hingekriegt, weil ich so wenig online spiele, leider. Und ja, kann ich euch empfehlen, wenn ihr gegen so Zweite Weltkriegsspiele nichts habt. Wenn ihr Interesse an diesem Spiel habt, holt es euch aber noch nicht, weil im März kommt eine Komplett-Edition raus für alle Konsolen, also nicht für alle, aber für PS3, Xbox 360, Xbox One und PS4. Da habt ihr alle DLCs, die bis jetzt dabei waren und das kostet 29,99 €. Also wartet noch ein bisschen, habt ihr mehr von Sniper Elite 3. Dann kommen wir zu einem Spiel, was viele gehypt haben, ich nicht, und zwar Watch Dogs. Das hat ja so viele negative Kritiken abbekommen. Mir hat Spaß gemacht, ich fand es ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also ich fand es gut, hat mich unterhalten. Natürlich muss ich sagen, wurde es nachher ein bisschen langweilig, weil das Hacken an sich war am Anfang noch cool. Am Anfang habe ich auch noch drauf aufgepasst, dass ich nicht Leute hacke, die selber nicht viel Geld haben oder arbeitslos sind, weil ich denen nicht nur das Letzte wegnehmen wollte. Aber es hat überhaupt keinen Einfluss, wie du da das Geld wegnimmst. Das fand ich ein bisschen schade. Und das Hacken, dass man in Wohnungen gucken kann, das fand ich so langweilig, diese Minispiele, die man da immer machen musste mit dem Verbinden. Das war langweilig gemacht. Ansonsten fand ich die Grafik gut, muss ich sagen. Also eigentlich sehr gut. Natürlich sah es nicht so gut aus wie bei der E3. Das wurde ja nachher von Ubisoft für die PC-Spieler nochmal so gemacht. Also mit so einem Patch oder so. Oder einem Code wurde da freigegeben. Aber so auf der Konsolenfassung, muss ich sagen, hat sich die Xbox 360-Fassung gegenüber den neuen Konsolen doch sehr gut gehalten. Auch die PS3-Fassung sieht gut aus. Die Wii-Fassung, beziehungsweise Wii U-Fassung, die ja viel, viel später rausgekommen ist, sieht zwar auch gut aus, aber ruckelt wohl wie die Pest. Und da muss ich sagen, schämt euch Ubisoft. Ihr habt das Spiel so verspätet veröffentlicht für die Wii U. Und dann so schlecht und dann ohne DLCs. Traurig, was ihr da macht. Und dann noch 55 € verlangt. Das ist echt traurig, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es um die Xbox 360-Fassung. Und ja, mir hat das Spiel gefallen. Ich war jetzt nicht enttäuscht. Ich habe es auch nicht gehypt. War zufrieden gewesen, habe es durchgespielt und war begeistert. Der zweite Teil sollte halt das mit den Hacken besser machen. Und die Fahrzeugsteuerung, also mit den Autos, die Autosteuerung, die war etwas komisch. Die Motorräder fahren sich irgendwie besser.
Und was mich auch gestört hat, ihr kennt das ja, bei GTA macht man ja viel Blödsinn. Und das habe ich hier auch gemacht, habe mich in ein Haus versteckt, beziehungsweise in so einer Bank, ich weiß nicht mehr, was es war, und habe auf die Polizisten geschossen. Hier kommt einfach nur immer neue Polizei, Polizei, bei GTA wäre das Militär gekommen und das FBI, das kommt hier nicht. Also finde ich ein bisschen schade. Mehr Feinschliff und dann bekommt man ein besseres Spiel, Ubisoft. Aber kann man sich schon kaufen. Das nächste Spiel ist Marvel Super Heroes, auch ein Open-World-Game eigentlich in der Regel. Wenn ihr euch das kaufen wollt, die erste Mission ist nicht Open World, die ist so linear, aber wenn ihr die gemacht habt, kommt ihr in die Open World, Welt von Marvel, Lego Super Heroes und da könnt ihr, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, auch noch so viel nebenbei noch machen. Es gibt sehr viele Marvel-Charaktere wie Wolverine, Deadpool, Captain America, Cyclops, Storm, Gambit, ach was weiß ich, wen es da gibt, Magneto, Spider-Man und dann könnt ihr euch die Charaktere nehmen und in der Welt verschiedene Objekte suchen, wo ihr nur diese Charaktere einsetzen könnt. Und das finde ich sehr gut gemacht. Obwohl man die Story durch hat, kann man noch sehr viel andere Sachen in der Welt machen. Und das finde ich sehr gut. Vor allem mag ich Marvel und ist für mich eines der besten Lego-Spiele bis jetzt. Und wenn ihr nichts gegen diese Lego-Spiele habt und Marvel, kann ich dieses Spiel ohne Bedenken empfehlen. Wie die Handheld-Fassungen sind, kann ich nicht sagen. Die sollen ja angeblich schlechter sein. Kann ich nicht bestätigen. Aber die Konsolenfassungen sollen sich eigentlich alle gleichen. Außer dass hier und da die Grafik entweder minimal besser aussieht oder gleichwertig. Dann kommen wir zu einem Ego-Shooter, Wolfenstein The New Order. Ich habe ja noch vorher noch nie einen Wolfenstein selbst besessen, beziehungsweise ich habe zwar hier und da mal was gesehen oder mal kurz anspielen können bei Freunden, aber selbst hatte ich nie einen Wolfenstein. Und ich muss sagen, ich hatte hier das Gefühl, dass die Entwickler versucht haben, eine ernsthaftere Story, aber den Flair vom Wolfenstein zu behalten. Und das haben sie in meinen Augen sehr gut hingemacht. Ich finde auch das Charakterdesign der Bösewichte sehr cool gemacht. Und dieser Shooter ist eher Oldschool-Shooter, weil man muss halt, wenn man getroffen wird, nicht wie bei Halo einfach in die Ecke gehen und die Energie wieder auftanken lassen, sondern man muss sich dann schon ein Medipack suchen und das haben sie gut gemacht. Also mir hat es gefallen. Die Xbox 360-Fassung hat zwar viele Discs, das ist ein Nachteil, finde ich, weil man immer die Discs wechseln musste, wenn man weitergespielt hat und weitergekommen ist. Aber hat mir Spaß gemacht und kann man sich auch ruhig kaufen. So, jetzt kommen wir ja zu den letzten vier Spielen schon. Ich mache mal einen kurzen Schnitt, weil wir nur 48 Sekunden haben, aber dann geht es gleich weiter und ja, bis gleich. Und da bin ich wieder. Jetzt kommt ein Spiel, wo viele nicht mit gerechnet haben. Und zwar ist das schon ein trashiges Spiel, Earth Defense Force 2025. Das ist ein Spiel oder eine Spielereihe, die ich sehr gerne spiele. Die sieht nie top aus von der Technik, aber solide. Und muss sagen, der Teil ist bis jetzt der beste in meinen Augen. Sieht natürlich schöner aus als der Vorgänger auf der Xbox 360 oder PS3. Und was mir an dem Spiel halt sehr viel Spaß macht, die Story ist eigentlich belanglos. Die Welt wird halt von Riesenkreaturen angegriffen, von Riesenspinnen, Riesenameisen, Roboter, Drachen, was weiß ich, was ist da alles, Aliens. Und wir als Menschen haben am Anfang nur normale Waffen, Gewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Laserknarren, Raketenwerfer. Und später bekommt man Panzer, Helikopter, Roboter und damit kann man sich dann zur Wehr setzen. Das Ganze kann man zu zweit an einer Konsole spielen, was ich cool finde. Man kann es aber auch im Koop-Modus zu viert spielen online. Und das würde ich gerne mal machen. Also wenn drei Leute von euch dieses Spiel auch besitzen, müssen wir uns mal auch in Verbindung setzen, dass wir das mal zu viert online spielen. Das würde ich mal gerne machen. Das ist bestimmt geil. Also ich finde das so ist schon zu zweit geil, aber zu viert bestimmt online ist es bestimmt noch geiler. Und ja, bekommt man für PS3 und Xbox 360 schon für 19,99 €. Ist ja auch letztes Jahr erschienen. Wenn ihr auf so trashige Games-Spiele steht, holt es euch. Ich versuche von jedem Spiel auch wieder in der Beschreibung einen Link zu machen zu einem Trailer. Vielleicht finde ich auch zu diesem Spiel einen. Kommen wir zu den letzten drei Spielen. Da haben wir einmal für die Xbox 360, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass es schlecht wird, aber im Gegenteil, es ist sehr gut geworden. Alien Isolation oder Isolation, das gibt es ja auch für die Next Gen PS3 und Xbox 360. Und ich muss sagen, Sega. Und die Entwickler, die es gemacht haben, gute Arbeit. Also gegen Conan Marines, das ja eigentlich nur ein Shooter gewesen ist, der sehr schlecht gewesen ist, ist dieses Spiel fast perfekt, wenn es nicht kleine Fehler hätte. Erstmal, dieses Spiel setzt einen psychisch im Kopf unter Druck. Wenn ihr zum Beispiel wisst, da hinten ist der nächste Speicherpunkt und dann kommt dieses, es gibt ja nur ein Alien in diesem Spiel, das kann man nicht töten, das wurde ja teilweise auch kritisiert, was ich total bescheuert finde, weil wenn ich dieses Alien töte, was da ist, von was soll ich denn Angst haben in dem Spiel? Dann gibt es ja nichts mehr. Aber es setzt einen so unter Druck, wenn ihr wisst, da hinten kommt der nächste Speicherpunkt und das Alien ist in der Nähe, dann macht das schon sehr stressig. Man ist so vorsichtig und ärgert sich dann auch. Aber es ist auch ein gutes Feeling, dass man so unter Druck gesetzt wird von diesem Spiel.
Was halt traurig im lässt, das ist der Fehler, den ich meine. Manchmal ist die KI, dieses AI, jetzt ein bisschen doof. Auf einmal steht es hinter dir, obwohl es vorne erst gelaufen ist, also vor dir gelaufen ist. Du denkst, ja, wo ist es jetzt hingelaufen? Dann steht es hinter dir. Und dann, das finde ich ein bisschen doof. Aber ansonsten ist es gut. Es sieht auch gut aus, optisch. Was mir auch sehr gut gefallen, die Atmosphäre dieses Spiels. Die ganzen kleinen Details, die ihr in diesem Raumschiff sieht, ich spiele ja alles auf einem Raumschiff oder Station. Das kriegt dieses Feeling von Alien 1 sehr gut rein. Also man sieht so viele kleine Dinge, die dich an den Film erinnern. Das finde ich sehr cool. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 3 und kann man sich ruhig auf jeder Konsole kaufen. Also zumindest ich finde es gut. Da hat gerade einer unter mir einen Wasserhahn angemacht. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ist ja halt ein Altbau und da hört man leider sehr viel. Ja, auf Platz 2 haben wir Far Cry 4. Das habe ich in der Collector Edition geholt und ich bin zufrieden mit dem Spiel, muss ich sagen. Hat wie wieder wie Watch Dogs, Assassin's Creed, wie alle Ubisoft-Spiele wieder diese Ubisoft-Elemente, Türme einnehmen, Lager einnehmen. Man kann auch sagen, das ist Far Cry 3 ohne Wars. Aber es ist ein neues Setting. Es hat hier und da kleine Verbesserungen. Es hat Tiger, es hat Elefanten, die man benutzen kann. Es hat eine sehr schöne Optik, muss man sagen, für Last Gen. Die Next Gen Fassung sehen auch mal eine Ecke geiler aus. Also schon richtig geil. Aber die Last Gen Fassung sehen auch sehr gut aus. Ich finde es sogar sehr gut und es ruckelt nichts und das Feuer sieht genial aus. Und ich kann sagen, sehr gutes Spiel. Hat man sehr viel zu tun. Wenn man nicht aufpasst wie ich, dann macht man eigentlich Sachen, die nichts mit der Mission zu tun haben, aber das ist ja bei jedem Spiel, was größer ist. Und ja, kann man ruhig kaufen. Far Cry 3 Besitzer werden dieses Spiel auch gut finden, denke ich mal. Also mir gefällt es sehr gut und ist neben Teil 3 mein Lieblings-Far Cry. Kommen wir zu Platz 1. Da haben wir The Walking Dead Season 2. Ja, die Retail-Fassung ist später erschienen, aber sie ist auch 2014 erschienen und deswegen ist sie auch dabei. Weil die Retail-Fassung kommt immer später als das Digital. Ich glaube, Digital gab es schon irgendwie Ende 2013, Anfang 2014, ich weiß es nicht. Und die Retail-Fassung kommt ja leider immer etwas später. Ich hoffe sehr, dass Season 3 dieses Jahr auch noch für die Xbox 360 kommt. Ich hätte gerne alle vier ein System. Und ja, die Fortsetzung zur ersten Season ist gut gelungen in meinen Augen. Ist nicht so ganz gut wie die Season 1, aber Season 2 ist auch sehr ergreifend und sehr schön und gut gemacht. In meinen Augen sind diese Spiele leider immer etwas zu kurz. Aber kann ich ruhig empfehlen, jeden Walking Dead Fan, diese Spiele machen Spaß, sind, also was heißt Spaß, sie ziehen dich rein in die Welt, sage ich mal. Und die kleine Clementine, ja, ich finde die einfach sympathisch und ihr müsst euch dieses Spiel anschauen. Ich weiß, viele Menschen haben mit diesem Cel-Shading-Comic-Look ein Problem. Dachte früher auch, das kann mich nie so begeistern, gerade wo ich The Last of Us 2013 spiele und dann dachte ich mir, ah, Season 1, das soll einen so ergreifen. Und da muss ich sagen, es hat mich schon sehr ergriffen. Und hier ist es genau dasselbe wieder. Tolles Spiel. Also sollte man sich holen, wenn man eine Xbox 360 hat oder eben eine PS3, PS4 oder Xbox One. Beziehungsweise PS Vita gibt es das ja auch in den USA als Vita-Fassung oder eben digital. Ja, das war meine Top 10 für die Xbox 360. Ich baue die jetzt nochmal alle auf, dann seht ihr die nochmal alle auf einen Blick. Und dann gehen wir schon fast zu PS3 über. Also bis gleich nochmal. So, da bin ich nochmal und stelle schon mal alle 10 Spiele vor. Also The Walking Dead Season 2. Ein sehr stimmungsvolles, tolles Spiel. Leider für mich von der Spielzeit etwas zu kurz, weil ich jetzt wieder ein Jahr warten muss, bis Season 3 kommt. Aber das ist ja bei Walking Dead immer so, dass man was warten muss. Aber kann ich nur empfehlen, ein tolles Spiel. Far Cry 4, ein Zeitfresser. Man kann dieses Spiel Stunden spielen, ohne die Story zu spielen. Dann hat es noch einen Online-Modus, den ich leider noch nicht gespielt habe, aber der soll wohl auch Spaß machen. Und so der Singleplayer, wie gesagt, kann man sehr viel Zeit verbringen, ohne die Story wirklich zu spielen. Macht richtig Spaß und kann ich auch nur empfehlen. Alien Isolation oder Isolation kann ich auch nur empfehlen. Hat zwar seine Fehler, aber ist ein sehr, sehr gutes Horrorspiel, beziehungsweise doch, es ist ein Horrorspiel. Es setzt sich ja ziemlich unter Druck mit den Alien und kann ich empfehlen. Earth Defense Force 2025. Wer das nicht kennt, schaut euch den Trailer an, den ich verlinken werde, wenn ich ihn finden werde. Also ich werde ja wie gesagt alle Spiele nochmal einen Link in der Beschreibung verlinken, wenn ich einen finde. Und mir macht das Spaß, es ist halt Trash, aber ich finde diesen Trash cool. Gerade mit einem Freund an einer Konsole oder halt eben online macht dieses Spiel Spaß. Wolfenstein: The New Order ist ein sehr guter Ego-Shooter, muss ich sagen. Also, wenn man mit der Materie was anfangen kann, bekommt ihr in meinen Augen ein sehr guter Ego-Shooter. Viele haben sich ja damals aufgeregt, dass der geschnitten ist, dass da keine Nazi-Symbole mehr sind, Hakenkreuze. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, weil die Gewalt ist ja nicht geschnitten und mir ist es egal, ob ich da gegen Nazis kämpfe oder gegen die Wolf-Brigade. Das ist Geschmackssache, also mich hat es jetzt nicht gestört und könnt ihr euch trotzdem ansehen.
Marvel Super Heroes Lego, auch ein cooles Spiel. Wenn ihr nichts gegen die Lego-Spiele habt, wenn ihr nichts gegen Marvel-Charaktere habt, schaut es euch unbedingt an, macht wirklich Spaß. Dann haben wir hier Watch Dogs. Viele finden es ja nicht so gut, beziehungsweise scheiße. Ich fand es so unterhaltsam, also kann man sich ruhig kaufen, wenn man zum Beispiel Assassin's Creed-Spiele mag. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Also wie gesagt, mich hat es unterhalten und ich empfehle es, also ich finde es nicht schlecht. Sniper Elite 3, wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, holt euch die komplette Edition im März. Aber macht Spaß und wenn man gegen solche Spiele nichts hat, kann man sich das ruhig auch kaufen. Aber ihr solltet wirklich auf die komplette Edition warten, weil ihr da mehr Spielspaß habt, beziehungsweise mehr Game. Yaiba Ninja Gaiden Z, ich finde es solide, die Presse findet es, ich glaube, schlecht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat es nicht so gute Bewertungen bekommen. Mir hat es gefallen, trotz seiner Mängel und kann man sich ruhig kaufen. Gerade für 10 Euro würde ich das doch mal mitnehmen, wenn man so eine Art Spiele mag. Wir haben Forza Horizon 2. Wie gesagt, es macht auch Spaß. Ist in meinen Augen aber nur solide und gegen Teil 1 leider schlechter. Und wenn ihr eine One habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das besser zu haben. Also weil der One-Teil ist sehr gut, aber der Xbox 360 Support, den sie gemacht haben, ist leider nur solide geworden. Ja, das waren meine 10 Xbox 360 Spiele. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kennt ihr die Spiele? Habt ihr die gespielt? Ihr wisst ja, ich bin ja immer gern gespannt, wie ihr die Spiele findet. Ihr könnt die natürlich scheiße finden, nur ich die gut finde, müsst ihr ja nicht gut finden. Ja, und das waren jetzt die ersten 10 360 Spiele. Ich werde jetzt alles hier wegräumen und werde die 10 PS3 Spiele holen und dann sehen wir uns dann im nächsten Abschnitt wieder. Bis gleich. Hallo YouTube, willkommen zu Part 2 meines Videos. Ja, jetzt stelle ich euch die 10 PlayStation 3 Spiele für das Jahr 2014 vor. Hier war es was schwerer, weil ich auch so Perlen wie Kingdom Hearts hatte oder Final Fantasy X Remastered. Aber diese noch nicht wirklich viel gespielt habe, eigentlich nur mal angespielt und deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Die Spiele, die ich euch jetzt vorstelle, die habe ich mehr gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Platz 10 und arbeiten uns dann durch auf Platz 1. Auf Platz 10 habe ich eher was für die Anime-Fans da draußen. Akiba Script Undead Undressed. Ein Spiel, wo man einen Charakter spielt, der zu einer Elite-Organisation gehört, die Vampire jagen. Da muss man halt durch das Vernünftsviertel gehen und die Vampire scannen, beziehungsweise die Menschen, um die Vampire zu finden. Und dann muss man ihnen die Kleidungsstücke von Leib ziehen, um sie zu besiegen. Hat mir gut gefallen. Ich finde, Grafik war in Ordnung. Ist jetzt nicht die beste gewesen, aber es passt halt gut in diesen Anime-Universum. Und das gibt es auch für die PlayStation Vita und erscheint jetzt im Februar auch für die PlayStation 4. Wenn ihr eine PlayStation 4 habt, dann solltet ihr euch die Fassung holen, weil ihr da auch mehr Extras habt, mehr Charaktere werden da vorgestellt. Aber auch die PlayStation 3 oder PS4 Fassung reichen da, glaube ich, vollkommen. Leider ist dieses Spiel komplett in Englisch. Nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht und kann man sich frisch holen als Anime-Fan. Auf den Platz 9 haben wir Tales of Exilia 2. Eigentlich ein solides Rollenspiel, was mir gut gefallen hat. Ich habe es aber noch nicht komplett durch. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist halt, dass hier viel wiederverwendet wurde also von Tales of Exilia 1 schon. Also hier wurde wirklich sehr viel wieder benutzt und einfach mit reingebaut. Und der Hauptcharakter ist zwar nicht so negativ, wie viele den sehen, aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Und wenn ich ihn mit Miller Maxwell vergleiche, ist der irgendwie für mich persönlich charakterlos. Und im Ganzen war es aber okay bis jetzt. Ist nicht mein Lieblings-Tales, aber auch nicht das Schlechteste, kann ich sagen. Also kann man sich ruhig kaufen. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo die Meinungen weit auseinandergehen. The Evil Within von den Resident Evil-Vater Shinji Mikami hat sich ja angepriesen als das neue Horror-Game. Ich muss aber sagen, mich erinnert es vom Gameplay her an Resident Evil 4 oder an Shadow of Demeter, wie das hieß. Der Horror ist eher weniger, finde ich. Das ist mehr Splatter. Was hier der Horror ist, ist eher, es geht so in Richtung Silent Hill, dieser psychische Horror, der da mit dir gemacht wird. Und man sollte dieses Spiel auch weiterspielen als die ersten drei Kapitel, sondern ruhig weiterspielen, weil auch immer Anspielungen zu Resident Evil da sind. Und die Story, die ist teilweise kommt die einem blöd vor, aber so weiter man spielt und so logischer wird dieses Spiel und die Story und ich finde es gar nicht so schlecht. Bei mir darum auch etwas weiter vorne. Also viele finden dieses Spiel total schlecht. Ich fand es ganz solide, muss ich sagen, und war für mich persönlich keine Enttäuschung. Also kann ruhig 2015 ein zweiter Teil kommen, wenn es möchte. Oder wenn es kommen soll. Dann haben wir als nächste One Piece Ultimate World Red. Das gab es ja auch für verschiedene Konsolen, unter anderem für die Vita und die Wii U und den 3DS.
Den vergesse ich leider immer. Und das ist hier die PS3-Fassung. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja schon oft darüber erzählt, dass der Story-Modus an sich sehr kurz ist. Aber man hat noch viel rumherum zu erledigen. Man kann Materialien sammeln, um die Stadt zu erweitern. Man kann den Kolosseum-Modus machen. Diesen habe ich noch nicht so viel gespielt. Den Story-Modus habe ich durch. Und ich finde, die Optik ist sehr, sehr gut für ein Anime-Spiel. Und allgemein hat mir dieses Spiel sehr gut gefallen und kann ich jeden One Piece-Fan nur empfehlen. Dann kommt zu einem weiteren Spiel, was ich schon öfters empfohlen habe, der Puppenspieler. War ja leider ein totaler Flop für Sony 2013. Ich habe es mir letztes Jahr geholt. Bekommt man jetzt teilweise schon für 4 bzw. 3 Euro. 2,99 habe ich das schon mal gesehen, wo das jemand ausgepackt hat. Für 2,99 €. Das ist echt so ein tolles Spiel, was ich euch nur ans Herz legen kann. Kauft es euch für 10 Euro, für 20 Euro, für 15 Euro. Das ist sein Geld wert. Ist wirklich mal was anderes. Ein tolles Spiel, man spielt alles auf einer Bühne und ist ein schönes Spiel, was man sich ruhig kaufen kann. Also ich finde dieses Spiel toll und empfehle es auf jeden Fall immer wieder, kann man sich ruhig kaufen. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, wo viele gesagt haben, nee, hole ich mir nicht, Assassin's Creed Rogue oder Rogue. Also ich finde dieses Spiel gut, das sage ich schon mal vorweg. Ja, also klar hat es seine Fehler. Die KI ist so dämlich manchmal, dass du neben Soldaten stehst und den Kollegen zum Beispiel, der ermordet und der nichts macht. Es hat auch hier und da Grafikfehler, aber es sieht auch noch mal schöner aus als, ja nicht wirklich schöner, aber es doch manchmal sieht es ein bisschen besser aus als Black Flag, aber nur manchmal, sonst immer gleichwertig. Aber es hat auch hier und da ein paar Bugs. Der Schatten, der sieht immer eckig aus, wie die KI ist manchmal doof. Spieldauer soll ja nicht so lang sein. Ich habe es noch nicht durch und das kann daran liegen, dass ich alle Nebenaufgaben, was heißt alle, aber ich mache immer Nebenaufgaben und ich will mein Schiff erweitern und das sieht im Ganzen toll aus. Und deswegen, jeder, der Assassin's Creed mag und noch eine PS3 oder Xbox 360 hat, sollte sich auch diesen Teil kaufen, weil er ist nicht schlecht. Und der Hauptcharakter ist für mich ein bisschen charakterlos. Ich glaube, wie hieß er nochmal? Shane? Shane? Ich weiß es nicht mehr. Aber im Ganzen gefällt mir das Spiel, muss ich sagen, und kann man sich schon kaufen. Kostet ja auch nicht mehr so viel. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich auch schon mal empfohlen habe, und zwar Ratchet & Clank Nexus. Gefällt mir sehr gut. Also, das war mal wieder ein Ratchet & Clank, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, das mal zu spielen, weil die Teile, die da vorgekommen sind, das war ja nicht mehr wirklich Ratchet & Clank. Und das sieht für PS3-Verhältnisse mal echt wieder geil aus. Kann man sich ohne Bedenken kaufen, wenn man die Ratchet & Clank-Spiele mag. Einziger Kritikpunkt, den ich hier sagen könnte, ist, dass es wirklich sehr kurz ist, aber deswegen kostet es ja auch unter, ja, so zwischen 20 und 15 Euro. Das kann man sich ruhig kaufen. Mir hat es gefallen, deswegen ist es bei mir auch wieder weiter so vorne. Jetzt komme ich schon zu den letzten drei Spielen. Ich habe nicht so viel erzählt immer zu den Spielen, weil teilweise möchte ich die Spiele euch auch noch im Collection-Video vorstellen. Auf Platz 3 ist ein Spiel, was bei vielen, ja, Top 10 2014 vorne war. Und bei mir auch, obwohl ich es noch nicht durch habe. Und zwar Dark Souls 2 hier in der Steelbook Edition, beziehungsweise ich habe ja die Collector Edition. Eigentlich ist die Steelbook schön, aber hier hätte mir ein Schriftzug mehr gepasst. Ja, Dark Souls 2, ein Spiel, was eigentlich immer so eher in den Sümpfen, in Burgen spielt, aber hier auch teilweise bei schönen Landschaften und Architekturen, wo Schlösser sind, hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Ist in meinen Augen, ich bin nicht so der Pro-Gamer bei Dark Souls und Demon's Souls, also ist in meinen Augen nicht leichter als die anderen Teile. Profispieler sagen ja, der wäre leichter als die Teile davor. Mir persönlich, ich finde die immer alle gleich schwer. Aber ich finde sie sehr gut. Die sind motivierend, wenn man stirbt, versucht man halt zu gucken, wie die Schwachstellen des Gegners sind, beziehungsweise der Endgegner, die normalen Gegner, sind teilweise am Anfang noch leicht, aber die werden auch, so weiter man voranstreitet, auch schwer. Da muss man sich auch eine Taktik suchen. Also es ist nicht so, dass du da einfach durchsnackst, sondern du musst dich schon Taktiken anlegen. Ja, es ist ein tolles Spiel. Kommt ja im März auch wieder als für die alten Konsolen und den neuen Konsolen. Also für die alten Konsolen kommt so eine komplette Edition raus mit den DLCs. Werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Und für die neuen Konsolen kommt das auch raus, auch nochmal komplett, also so als komplette Edition. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht auf PS3 gespielt habt oder Xbox 360, dann könnt ihr euch entweder die komplette Edition für die alten Konsolen holen oder eben jetzt für die Next Gen, wenn ihr eine neue Konsole habt. Das soll ja auch nochmal schöner aussehen. So, ich mache mal einen kurzen Schnitt, dann kommen wir zu den letzten zwei Spielen und dann sind wir auch schon fast durch. Kommen wir zu den letzten zwei Spielen. Auf Platz 2 haben wir The Last of Us in der Game of the Year Edition. Letztes Jahr 2013 war das Spiel bei mir auf Platz 1. 2014 ist es bei mir auf Platz 2.
Das liegt daran, ich habe das Hauptspiel nicht selbst gespielt, sondern nur den DLC. Und ich kann euch aber sagen, das Hauptspiel ist natürlich genial. Habt ihr nur eine PlayStation 3 und The Last of Us noch nicht, dann könnt ihr euch diese Game of the Year Edition kaufen, dann lohnt sich die. Habt ihr das Spiel aber schon und wollt nur den DLC, kann ich euch sagen, lohnt es sich nicht, die Game of the Year Edition zu holen, weil Sony einfach nur einen Digitalcode beigelegt hat. Und dann könnt ihr euch den direkt eigentlich im PSN Store runterladen und bezahlt nicht nochmal so viel Geld für ein Spiel. Kleiner Hinweis, wenn ihr euch die Game of the Year Edition trotzdem kaufen wollt, kauft sie euch im Saturn oder Mediamarkt. Vor allem im Saturn kostet sie nur 39,99 €. Bei Amazon kostet sie 55 Euro plus 5,18 € Zuschlag. Was ich übertrieben finde, also dann eher doch im Saturn. Wenn ihr eine PS4 habt, könnt ihr euch das auf der PS4 kaufen, weil da sieht es nochmal schicker aus und ihr habt den DLC mit Dreck auf der Disc und das ist die beste Lösung in meinen Augen. Ansonsten, wenn ihr es habt, nur runterladen. Auf der PS3. Wenn ihr es noch gar nicht habt, das Spiel, dann könnt ihr euch die Game of the Year Edition kaufen. Und ich kann zum DLC sagen, der DLC ist einfach toll. Ja, und traurig. Und ich war wieder traurig, weil das Spiel zu Ende gewesen ist. Ich hätte gerne weitergespielt und ein bisschen mehr noch gesehen. Und ja, so ist das eben bei Spielen, die einen total begeistern, dann ist es zu Ende und man will einfach mehr. Und jetzt hoffe ich, dass irgendwann mal The Last of Us 2 angekündigt wird, dass irgendwann mal der Film kommt, der hoffentlich gut wird. Und ja. Kann ich nur empfehlen, Top-Spiel, Top-DLC. Auf Platz 1 ist ein Spiel, das habe ich euch letztes Mal schon mal gezeigt. South Park nochmal. Ja, South Park ist bei mir auf Platz 1, wie im letzten Video schon gesagt, da wo ich meine drei Top-Spiele und drei Flop-Spiele 2014 empfohlen habe, beziehungsweise gezeigt habe. Das Spiel packt den Humor und allgemein die Welt von South Park der Serie gut ins Spiel. Es ist ein Rollenspiel. Aber es macht einfach Spaß, als Neuling durch South Park zu laufen, Kämpfe zu machen, die Story zu spielen, diese komischen, ich weiß nicht mal, wie die heißen, Jigimon-Figuren zu suchen, gegen Charaktere aus der Serie zu kämpfen, seine Figur zu stylen. Der Humor von Cartman ist geil. Also, es ist wie, als ob ihr eine South Park-Folge spielt. Negativ für mich als South Park-Fan ist, habe ich auch im letzten Video da gesagt, ich mag die deutsche Synchro von South Park und die fehlt hier. THQ hätte es auf Deutsch rausgebracht, die hatten ja auch schon Trailer auf Deutsch gemacht und Ubisoft, die viel größer sind und die meiste Kohle haben, als, vor allem mehr als THQ damals, machen es nicht, nur mit deutschen Untertiteln. Finde ich schade. Ihr könnt die US-Fassung von der PS3 kaufen, da habt ihr auch die deutschen Untertitel und es ist ungeschnitten. Wobei ich sagen muss, die Minispiele, die in der deutschen Fassung fehlen, finde ich jetzt sowieso nicht so besonders und sonst fehlen ja, glaube ich, nur die Hakenkreuze und bei den Kühen und den Nazi-Zombies. Weiß gar nicht, was da noch so fehlt. Aber ansonsten, klare Empfehlung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dieses Spiel gerne durchgespielt. Der letzte Endkampf ist genial inszeniert. Also, top. Macht mir echt Spaß. Darum bei mir auf Platz 1. Habe ich auch ganz schnell durchgespielt, dieses Spiel. Jetzt mache ich nochmal einen Schnitt. Und dann seht ihr nochmal alle 10 Spiele. Und dann ist dieses Video auch zu Ende. Und ich hoffe, es war euch nicht zu lang. So, da bin ich nochmal, sehe nochmal alle 10 Spiele. Ich muss ja sagen, auch wenn viele sagen, 2014 war kein gutes Spielejahr, muss ich persönlich sagen, für mich war 2014 ein sehr gutes Spielejahr. Wenn man guckt, von den 20 Spielen, die ich euch hier gezeigt habe, sind drei Spiele von 2013, die ich mir erst 2014 gekauft habe. Aber der Rest ist alles 2014 erschienen. Natürlich mag nicht jeder Watch Dogs oder The Evil Within oder Tales of Exilia. Aber ich für mich persönlich hatte eine große Auswahl an Spielen. Ich habe eine Wii U gekauft, ich habe eine PS Vita gekauft, hatte da auch nochmal viele Spiele. Und es waren so viele Spiele, dass ich mir nicht mehr alle kaufen konnte. Und ich war im Ganzen zufrieden, muss ich sagen. Jetzt aber zu den 10 Spielen. South Park kann ich jedem empfehlen, der nur ansatzweise South Park mag. Das ist ein tolles Spiel. Wie gesagt, bekommt sehr gut den Flair und die Atmosphäre der Serie rein. Top. The Last of Us. Für mich eines der besten Survivor-Games, die es gibt. Tolle Charaktere, tolle Story, tolle Technik. Einfach alles Bombe. Klare Empfehlung. Dark Souls 2. Auch ein Top-Titel, der meiner Meinung nach zwar nicht so gut aussieht, wie der Trailer damals versprochen, aber doch an gewissen Ecken im Spiel sehr, sehr gut aussieht und besser als Dark Souls 1 und auch die Lichteffekte sehen Hammer aus. Und vom Spiel her genau fordernd wie die Vorgänger, beziehungsweise wie der Vorgänger. Auch wenn Profis, wie gesagt, sagen, der wäre leichter. Ich bin nicht so der Pro-Gamer in Dark Souls, aber kann es jedem empfehlen. Wartet aber, bis die Game of the Year Edition da erscheint im März. Da habt ihr dann auch wieder mehr Gameplay, mehr Spielspaß eben. Mein Nachbar ist gerade am Sägen, ich hoffe, man hört es nicht. Ja, und Ratchet und Clank war ein guter Abschluss für die PS3. Nach den Teilen, die mich da enttäuscht haben, war Nexus wieder ein guter Teil. Leider etwas kurz, aber von der Technik her super. Assassin's Creed Rogue
Auch ein Top-Titel, sieht gut aus, macht Spaß. Wenn mich jetzt einer fragen würde, ob Black Flag oder Rogue besser ist, würde ich sagen, sind beide gleichwertig. Man muss halt auch mit den Schifffahrten klarkommen. Wenn man das mag, kann man sich ruhig beide Teile kaufen. Der Puppenspieler ist immer noch für mich so ein Geheimtipp, der so dermaßen gefloppt ist, dass es mir schon wieder leid tut. Kauft euch den Puppenspieler, klare Empfehlung. One Piece, World of Red, ein tolles One Piece-Spiel. Das hat mich so in seine Welt gezogen und dann war es schnell durch und jetzt baue ich nur noch die Stadt aus und versuche da so viele Erfolge wie möglich zu sammeln. The Evil Within, in meinen Augen ein sehr guter Horror-Psycho-Titel. Eher mehr wie Silent Hill als Horror oder mehr Splatter, aber kein Horror. Also ich hatte da keine Angst, muss ich sagen. Aber trotzdem, ein solides Spiel hat mir gut gefallen. Tales of Exilia 2, ein sehr gutes japanisches Rollenspiel. Leider erreicht es nicht die Qualität von Tales of Exilia 1, aber ist trotzdem ein sehr gutes japanisches Rollenspiel. Ein gutes Tales, aber nicht das Beste, muss man leider sagen. Akiba Strip würde ich jeden Anime-Fan ans Herz legen. Also ist ein solides Game, macht mir persönlich Spaß als Anime-Fan. Allgemein war das ja eher so ein bisschen mehr japanisch, dieses Video. Wobei, geht eigentlich, ist eine gute Mischung gewesen. Ja, das Video ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich an allen Zuschauern, die sich Zeit genommen haben für mein Video und dass ihr es euch komplett angesehen habt. Und würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und ja, ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr die Spiele findet. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Natürlich, ich weiß von ein paar Usern zum Beispiel, dass diese Evil Within nicht mögen. Ist für mich in Ordnung, weil es ist alles Geschmackssache. Und so ist das eben. Wäre ja auch blöd, wenn wir alles gleich toll finden würden. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.